Ja, heute besprechen wir eine alternative Put-Optionsstrategie auf den S&P 500. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Owners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Wir besprechen heute eine Put-Optionsstrategie auf den S&P 500, eher gesagt auf den SPY. Das ist ja der meistgehandelte ETF der Welt. Er ist hochliquide und die Spreads sind wirklich sehr, sehr klein. Wir haben uns die Frage gestellt: Gibt es eigentlich Alternativen zur Short-Put-Strategie auf der einen Seite und zur Bull-Put-Spread-Strategie auf der anderen Seite? Und natürlich gibt es Alternativen. Ich kann es ja immer wieder sagen: Die Möglichkeiten im Optionshandel sind unbegrenzt, aber man sollte alles irgendwie mal hinterfragen. Und das haben wir mit dieser Strategie auch getan. Ich habe einen Backtest gemacht, nämlich 5 Jahre zurückliegend, und ich habe die klassischen Strategien mit verglichen. Das Ergebnis ist beeindruckend, nämlich diese Strategie, die ich dir gleich vorstellen werde, die ist wirklich unschlagbar gut. Natürlich muss man auch die Nachteile betrachten, und ich sage es mal so: Diese Strategie, die liegt zwischen der Short-Put-Strategie und der Bull-Put-Spread-Strategie. Wenn wir uns jetzt nochmal verinnerlichen, was die Short-Put-Strategie für Vorteile hat: Ja, natürlich, sie ist nackt, das heißt, sie ist alleine aufgestellt. Wir müssen uns keine Sorgen um die gekauften Optionen machen. Wir wissen ja, dieses Jahr hat uns ja der Finanzminister Scholz ein wenig Salz in die Suppe gestreut, und wir sind natürlich mit unseren gekauften Optionen ein wenig begrenzt, und zwar mit 20.000 Euro. Das verleitet den einen oder anderen natürlich mehrheitlich nackt in den Markt zu gehen, birgt aber auch die Risiken, dass man damit sich die ein oder andere blutige Nase holt. Und da kommen wir zur Bull-Put-Spread-Strategie. Die Bull-Put-Spread-Strategie ist ja nichts anderes, dass wir erstens die Option verkaufen, genauso wie bei der Short-Put-Strategie, aber darunter noch eine Put-Option kaufen. Und der Abstand zwischen diesen beiden Strike-Preisen von der verkauften und der gekauften ist sozusagen das Risiko. Und das nehmen wir dann mal 100. Beispiel: Du hast jetzt eine verkaufte Put-Option, die ist bei 350 Strike, und eine gekaufte, die ist bei 340. Dann haben wir ein Gap von 10, und das nehmen wir mal 100, weil die Kontraktgröße 100 ist. Das heißt, das Risiko liegt hier bei 1000. Der Vorteil ist natürlich ein wesentlich kleineres Risiko. Hätten wir sie nur nackt getradet, hätten wir ein Risiko von 35.000, 350 mal 100 gehabt. Und natürlich der Vorteil bei der Bullput-Strategie: Die Margin ist natürlich viel, viel kleiner. Ich möchte dir jetzt aber einen Mittelweg zeigen, ja, indem du auf der einen Seite natürlich eine relativ ordentliche Prämie dir holst und auf der anderen Seite dein Risiko begrenzt. Und das ist das, was ich dir jetzt vorstellen werde. Ja, wir starten hier in der TradingView. Das ist der SPY, das ist der ETF auf den S&P 500. Und wir gucken uns jetzt nochmal erst die klassischen Strategien an, also die Short-Put-Strategie. Und hier schreibe ich jetzt auch mal einen Put. Ich nehme jetzt mal den Strike-Preis von 340. Das dürfte ja ungefähr das Delta sein, was wir auch wählen würden. Wir würden sagen, 2 Monate, 60 Tage ist eine attraktive Laufzeit. Die nehmen wir jetzt auch. Und das ist jetzt die verkaufte Put-Option, und die machen wir auch mit einem Minus P. Jetzt sind wir ja guter Dinge und glauben, der Preis, der wird nicht so weit nach unten gehen. Aber wenn es der Fall ist, was ist dann? Ja, wenn der Preis jetzt ordentlich nach unten abschmiert, haben wir natürlich das Problem: Wir kriegen den ETF angedient zu dem Strike-Preis mal 100. Das wären jetzt die 340 mal 100. Das heißt, wir hätten sozusagen jetzt für 34.000 Dollar den S&P 500 ETF in unserem Depot. Ja, das ist natürlich die Kehrseite. Das Positive hier dran ist: Es ist natürlich leichter zu managen als ein Spread auf der einen Seite und
Auf der anderen Seite, wir gehen meistens auch früher aus dem Markt. Das heißt, wir haben nicht so eine lange Haltedauer wie bei den klassischen Spreads. Der Nachteil ist natürlich, du brauchst schon ein großes Konto, weil das Risiko, das weiß ja auch der Broker, dass es vorhanden ist und der verlangt natürlich eine viel, viel höhere Margin. Ja? Und das kannst du natürlich umgehen, indem du jetzt einfach sagst, pass mal auf, ich kaufe noch eine Absicherung, eine Versicherung, ich kaufe eine Put-Option und die setze ich jetzt beispielsweise mal einen Strike 10 unter der verkauften Option, sodass wir ungefähr hier bei 330 sind. Ja, und das ist natürlich dann in Anführungszeichen insofern attraktiv, weil wenn es zu so einem Crash kommt, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir den abfangen können mit der gekauften Option. Unser Risiko liegt ja nur hier zwischen. Das heißt, wir haben dann den, ich mache das mal hier ein bisschen gleicher, ich habe ja sozusagen das Gap, also die 10, die 340 verkauft, die 330 gekauft, die 10 mal 100, weil 100 die Kontraktgröße ist, dann habe ich ein maximales Risiko von 1000. Was ist jetzt der Nachteil? Ja, natürlich, die Prämie, die verringert sich natürlich gewaltig. Auf der einen Seite vereinnahmen wir eine Prämie bei der verkauften Put-Option und auf der anderen Seite geben wir natürlich Geld aus für die gekaufte Put-Option. Das Risiko ist viel geringer und die Margin, die wir beim Broker hinterlegen müssen, ist natürlich auch viel geringer. Das ist attraktiv. Der Nachteil liegt natürlich hier auch im Spread. Er ist schwerer. Oder nicht schwerer, der ist aufwendiger zu managen und die Haltedauer ist im Schnitt auch höher. Jetzt sagen natürlich die meisten, wenn ich doch eine nackte Option verkaufe, habe ich im Schnitt eine Haltedauer von 50%, kann ich nicht die gekaufte Option, das ist ja meine Versicherung, die brauche ich doch nur die Hälfte der Laufzeit, kann ich die nicht verkürzen? Klar kannst du die verkürzen. Deine Versicherung, die kannst du verkürzen. Du kannst natürlich sagen, ich nehme sie jetzt bis zum 19. April. Dann hast du natürlich den Charme, dass du bis zum 19. April bist du abgesichert. Aber danach ist wieder Polen offen und dann geht das gleiche Spiel wieder los. Du hast natürlich auf der einen Seite mehr als bei der Short-Put-Strategie an Versicherung. Du hast auch ein wenig weniger Margin zu hinterlegen als bei der Short-Put-Strategie. Aber du hast natürlich das Risiko hier in der Lücke. Ja, das muss man natürlich wissen. Was man jetzt aber vielleicht sich dann überlegen kann, wenn ich doch jetzt schon mehr Margin zu hinterlegen habe, ich habe jetzt aber auch mehr Profit, kann ich nicht einfach die gekaufte Option auf den gleichen Strike setzen wie die verkaufte? Natürlich kannst du das. Ich mache das jetzt mal anders. Ja? Das heißt, hier hast du dann wirklich eine Absicherung hundertprozentig in dem Bereich. Und das habe ich jetzt mal geguckt. Und ich habe jetzt aber auch Folgendes geguckt. Ich habe gesagt, ich will kein bisschen hier nackt im Markt. Ich schließe die verkaufte Put-Option, die hier im Schnitt bei mir eine Laufzeit von 60 Tagen hat, die gekaufte im Schnitt 30 Tage. Ich schließe die, sobald die Front-Option, die gekaufte Option fällig wird, mache ich auch die verkaufte zu. Ich gehe gar nicht nackt in den Markt. Das möchte ich nochmal hier kundtun. Ich habe natürlich bei der Eröffnung den Nachteil, den auch eine Short-Put-Strategie hat mit einer recht hohen Margin. Ja, wenn ich jetzt ein normales Margin-Konto habe, beim Portfolio-Margin-Konto sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber bei den kleineren Konten bis 100.000 ist das schon ein großer Batzen Margin, den ich mehr zu hinterlegen habe, als bei einer klassischen Bull-Put-Strategie. Aber ich habe den Vorteil zur klassischen Bull-Put-Strategie, ich habe hier No Risk in den ersten Tagen. Und das macht das natürlich wirklich in Anführungszeichen auch attraktiv. Und warum attraktiv? Ich gehe ja danach sofort wieder, mache ich hier zu. Und in meiner Strategie, ich habe es 5 Jahre getestet.
Ich habe es 5 Jahre lang getestet, gebacktestet und ich kam halt zu dem Ergebnis, dass diese Strategie wirklich gut ist. Und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam mal gucken, was ist eigentlich gewesen, wenn ich das hier gemacht hätte. Ich mache jetzt hier zum 18. Februar das mit dir gemeinsam hier auf und wir gucken mal, wie sich das dann entwickelt. Ja, jetzt sind wir im OptionNet Explorer. Das ist eine Software, die ich für meine Backtests auch nutze. Ich habe weder einen Vertrag noch irgendwelche anderen Dinge mit dieser Firma zu tun. Es ist sozusagen ausschließlich mein persönliches Nutzen dieser Software. Ich habe hier den 18. Februar 2020 eingestellt. Wenn wir nochmal gucken, da fing ja alles an. Da fing die Lawine ja an zu rollen und deshalb 18. Februar ist ganz schön. Ich habe 2 Optionen jetzt schon geöffnet. Auf der einen Seite habe ich verkauft am 17. April 20, das sind 59 Tage. Und ich habe eine Option gekauft am 20. März, das sind noch 31 Tage. Bei dem Strikepreis habe ich 313 gewählt. Das ist jetzt hier ungefähr ein Delta von 10 gewesen. So, was ich jetzt dir zeigen möchte, nämlich wie sich das entwickelt hat. Wir haben ja jetzt hier den 18. Februar und jetzt gucken wir uns das mal an. 19. Februar, wir gehen schon ein wenig weiter runter. Wir sind ja gestartet hier mit 336, war der SPY. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Und wir gehen jetzt bis zum Hochpunkt, sage ich mal so Anfang, Mitte März. Ja, gucken wir uns das mal an. Es wird immer mehr. Und wir sind jetzt hier schon bei 324 statt 336. Und hättest du jetzt die Put-Option nackt nur geschrieben, dann wärst du jetzt schon bei 372 Verluste. Ja, das nur mal nebenbei erwähnt. Und da gehen wir weiter. Und wir gucken uns mal an, wie sich die Optionen jetzt hier entwickeln. Und wir sind jetzt hier schon am Punkt 304. Wir haben nur 111 Verluste mit dem Trade bis dato, mit dem Spread. Aber man sieht das hier, der Nackte, der hätte schon 1355 Verluste. Ja. Und wenn wir uns das jetzt nochmal weiter angucken, 28. Februar, es geht halt immer weiter. Und guck dir das mal an, wie sich da unten auch die Zahlen verändern. Es ist schon gewaltig. Wir sind jetzt wirklich bei Punkten, die sind nicht mehr schön. Also nackt will ich da gar nichts traden. Ja, wenn wir jetzt bei 293 sind, da sind wir schon 2357 negativ mit der verkauften Put-Option. Und die Absicherung bei 313, die bringt uns satte 2144. Das ist wirklich schön. Und wir sehen einfach, jetzt geht es sogar wieder leicht hoch. Ja, also das ist wirklich, wirklich schön. Wir sind zwar hier 3227 negativ mit der verkauften, aber die gekaufte, die springt an. Und das ist wirklich, wirklich toll. Und das will ich nur mal als Auszug zeigen. Das ist auch etwas, was ich halt bei mir im Einzelcoaching mit den Leuten einzeln durchgehe, damit wir auch verstehen, was hier Delta, Gamma, Theta, Vega alles bewegen. Ja. Ja, das ist jetzt der Vergleich der einzelnen Strategien. Hier sehen wir, hier ist die nackte, also die Short-Put-Strategie auf der einen Seite. Hier unten ist die klassische Bull-Put-Strategie, also die Bull-Put-Spreads. Und hier ist das, was ich dir eben vorgestellt habe, wo wir in Anführungszeichen das gleiche, nicht das gleiche Delta wählen, sondern wir wählen in Anführungszeichen den gleichen Strike-Preis. Wir haben aber unterschiedliche Laufzeiten. Das heißt, die Short-Put-Position, die hat 60 im Schnitt und die Long-Put 30 Tage. Und das ist wirklich schön. Also das Grüne zeigt an, welche Strategie da am besten war und das Rote schlechteste und Gelb im Mittelfeld. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie es auf 6 Monaten aussieht und wir gehen jetzt einfach mal einzeln durch, da sehen wir, dass hier die Strategie von uns, die neue Strategie, auch hier auf 6 Monaten am besten lief. Das liegt natürlich daran, dass wir auch eine geringere Haltedauer haben. Wir haben zwar bei beiden die gleichen Austrittskriterien, das heißt von wegen bei 50% plus schließen wir und bei minus 200% Verlust schließen wir, aber wir handeln natürlich
öfter, wir traden öfter, weil wir maximal bei unserer neuen Strategie nur 30 Tage Laufzeit haben. Also die Haltedauer ist natürlich kleiner und deshalb haben wir mehr Trades. Wenn wir jetzt auf ein Jahr gucken, da sehen wir, dass die Short-Put-Strategie am besten ist, aber wenn wir jetzt nochmal überlegen, was wir für ein Risiko da tragen, dann denke ich, ist das hier wirklich gut. Und wenn wir jetzt die beiden hier miteinander vergleichen, also unsere neue Strategie mit der klassischen Bull-Put-Spread-Strategie, da sind wir doch schon wirklich ordentlich vorne. Und jetzt gucken wir uns weiter an. Wir gehen jetzt auf 3 Jahre. Und auf 3 Jahre sind wir auch auf Platz 1. Natürlich haben wir hier viel, viel mehr Trades. Ich habe übrigens die Gebühren hier berücksichtigt, nämlich mit $2 pro Trade. Ja, nicht, dass man jetzt sagt, von wegen, die Gebühren sind da wahrscheinlich nicht drin. Die Gebühren sind da drin. Wir haben zwar die niedrigste Trefferquote, aber trotzdem den höchsten Return. Und jetzt auf Langfrist, auf 5 Jahre, gucken wir uns auch noch an. Und da sehen wir auch, das ist gewaltig, da sind wir wirklich ganz vorne mit dabei. Wir haben zwar hier auch die niedrigste Trefferquote, aber mit Abstand die größten Return. Und wenn wir jetzt die beiden Spreads vergleichen, ja, die klassische Bull-Put-Spread mit unserer neuen Spread-Strategie, da sind wir doch wirklich ganz weit vorne dabei. Also summa summarum kann man echt sagen, dass wir eigentlich überall auf Platz 1 sind, nur auf ein Jahr sind wir auf Platz 2, aber wenn du jetzt gerade gesehen hast, was dich die Short-Put-Strategie im Crash hätte kosten können, ja, wenn du jetzt auch den Trade nicht schließen kannst, dann ist das natürlich wirklich ganz, ganz toll, was diese neue Strategie da kann. Natürlich ist die Margin im Vergleich zur klassischen Bull-Put-Strategie wirklich höher und man muss natürlich auch darauf aufpassen, dass man wirklich auch immer sofort schließt, wenn die Front-Option, also die gekaufte Option, verfällt. Ja, das war jetzt mal eine interessante Alternative zu den klassischen Strategien, Short-Put-Strategie auf der einen Seite und dem Bull-Put-Spread auf der anderen Seite. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat und du hast diesen Kanal noch nicht abonniert, würde es mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich empfehle dir natürlich auch gerne, komm in den Options for Winner Circle. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und unverbindlich und ich habe es im letzten Video auch schon kundgetan. Du bekommst danach eine E-Mail zugeschickt mit der Registrierung für meinen Mitgliederbereich. Der ist natürlich auch kostenlos und unverbindlich und versorgt dich regelmäßig mit ganz, ganz viel Content. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.